seltsam im Nebel zu wandern. Das hat einer geschrieben, der aus dem Schwarzwald kommt. Den hatten wir aber schon. Hermann Hesse ist tot. Hier nun sind wir auf den Höhen des Nordschwarzwaldes. Wir wandern vom Schliffkopf zum sagenumwobenen Mummelsee. Der spielt in der Tat in der Literatur eine sehr große Rolle. Von Mörike bis Grimmelshausen oder eigentlich umgekehrt zeitlich gesehen. 1600 und war Jakob von Grimmelshausen hier in der Gegend Bürgermeister. Aufgewachsen, geboren ist er in Gelnhausen im Hessischen. Aber hier hat er auch eine Zeit verbracht, nachdem er im Dreißigjährigen Krieg gekämpft hat. Und den Mummelsee hat er dort beschrieben. Und darum geht es heute. Folgen Sie mir. Man läuft hier auf dem sogenannten Seensteig, ein Wanderweg, der nicht umsonst so heißt, denn es gibt tatsächlich hier sehr viele Seen. Einige davon sind weitestgehend unberührt, also mit anderen Worten nicht mit dem Auto erreichbar, sondern tatsächlich nur zu Fuß erwandert. Der Mummelsee leider nicht mehr, was zumindest seine Unberührtheit angeht, so wie ihn damals die ganzen Literaten vorfanden. So ist es heute nicht mehr, das werden wir gleich sehen. Aber damals muss man sich das so vorstellen, dass dieser See tatsächlich mitten im Schwarzwald lag. Und das in etwa 1000 Meter Höhe, also kein See, wie man ihn sonst kennt, sondern ein See unterhalb eines hohen Berges, nämlich der Hornisgrinde. Und dieser See, damals nur zu Fuß erreichbar, sehr schwer erreichbar, nicht an der B500 gelegen wie heute. Tief unten im Mummelsee, so sagt man, wohnen Seegeister, die dafür sorgen müssen, dass der Eingangsbereich in die unterirdischen Höhlen, Gänge und Verbindungen der weltweiten Seen und Meere frei bleiben. Und daher soll man auch keinen Stein in den See werfen, denn wenn man das tut, dann zieht sich der Himmel zu, es gibt Blitz und Donner und Unwetter und die Geister schmeißen die Steine wieder raus. Muss ja auch alles frei und sauber bleiben. Das ist also eine weitere Sage des Sees. Und es gab einen württembergischen König, der versuchte, mit einem Floß auf den See zu fahren und auszumessen, wie tief denn dieser See ist. Aber sein Floß wurde versenkt und sie konnten sich noch mit Mühe und Not an das Ufer retten, all seine Gesellen und die Gefolgschaft. Also es ist nicht gut, auf dem Mummelsee, in den Mummelsee Steine zu schmeißen. Auch das lehrt uns, dass wir einfach in den See keine Steine schmeißen. Der Seensteig, wir sind jetzt auf der Hälfte, Ruhenstein, geht also dann hier hoch. Hier werden wir einen Abstecher machen an den Wilden See. Und nach einer Schleife hier rum gehen wir dann weiter hier hoch Richtung Mummelsee, der sich hier befindet. Und hier mitten im Wald liegt ein Bibliothekar begraben. Herr Euting hat sich verdient gemacht um die Gegend und wurde deswegen hier begraben. Zum Glück werden nicht alle Leute dort begraben, wo sie sich drum verdient gemacht haben. Es regnet wie blöd. Und ich bin zwar noch nicht am Mummelsee, aber ich habe so das Gefühl, da haben etliche Leute heute schon Steine reingeworfen.
Man sollte ganz deutlich sagen, nicht, dass Sie denken, das sei der Seensteig. Das hier ist der Abschnitt für trittsichere Wanderer. Und nur hier regnet es, auf der anderen Strecke ist dann super, super Wetter. Und keine Hindernisse, die wahrscheinlich extra aufgebaut wurden für die Trittsicheren. So, von dort oben, was man jetzt nicht mehr sieht, weil es im Nebel liegt, jetzt hier runter. Von gutem Wetter zu leichtem Regen. Und ich glaube, ich schwimme jetzt hier gleich eine Runde im Wilden See, weil nasser kann ich eigentlich gar nicht mehr werden. So, das ist die Tourismusberatung hier vom Wilden See. Das ist da vorne der Kuramtsleiter, die Marketingfrau und ganz hinten der Bürgermeister, die uns jetzt hier begrüßen. So langsam wird es Abend und dunkel und ja, schon ein bisschen unheimlich. Ich bin mir nicht sicher, ob da hinten nicht steht da jemand oder ist das, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, es wird unheimlich. Der Nebel ist wieder da und sind noch einige Kilometer bis zum Murmelsee. Da ist der Weg gut zu erkennen, weil es ist hell und nass. Obwohl der Murmelsee ja auch als Rummelsee verschrien ist, ist heute ein Tag, wo der See tatsächlich so ist, wie er vielleicht mal war, nämlich ruhig, verlassen, der Nebel treibt über das Wasser. Es gibt die Legende der drei jungen Frauen. Die sollen sich hier damals bei einer Gesellschaft abends eingefunden haben und man versammelte sich zum Spinnen, zum gemeinsamen Spinnen. Die drei waren sehr schön, sehr nett und ein Jüngling fand sie so sympathisch, dass er sie bat, doch länger zu bleiben, doch sie sagten nein, es ginge nicht. Ihr Vater hätte etwas dagegen und er sei sehr, sehr streng.
Also vermeinte der Jüngling eine Idee zu haben. Er stellte eines Abends einfach die Uhr eine Stunde zurück. Doch dieser Trick sollte sich böse rächen. Denn am nächsten Morgen fand man hier auf dem Mummelsee drei rote Blutflecken treiben. Und man hörte das Schluchzen und Jammern der drei. Ihr Vater hatte sie gerichtet. Denn es war der König des Sees. Man sah sie nimmermehr. Die Geister am Mummelsee von Eduard Mörike. Vom Berge, was kommt dort um Mitternacht spät mit Fackeln so prächtig herunter? Ob das wohl zum Tanze, zum Feste noch geht? Mir klingen die Lieder so munter. Oh nein, so sage, was mag es wohl sein? Das, was du da siehest, ist Totengeleit, und was du da hörest, sind Klagen. Dem König, dem Zauberer gilt es zu leid, sie bringen ihn wieder getragen. O weh, so sind es die Geister vom See? Sie schweben herunter ins Mummelseetal, sie haben den See schon betreten. Sie rühren und netzen den Fuß nicht einmal, sie schwirren in leisen Gebeten. O schau, am Sarge, die glänzende Frau! Jetzt öffnet der See das grün spiegelnde Tor. Gib acht, nun tauchen sie nieder. Es schwankt eine lebende Treppe hervor und drunten schon summen die Lieder. Hörst du? Sie singen ihn unten zur Ruh. Die Wasser, wie lieblich sie rennen und glühen. Sie spielen in grünendem Feuer. Es geisten die Nebel am Ufer dahin. Zum Meere verzieht sich der Weiher. Nur still. Ob dort sich nichts rühren will? Es zuckt in der Mitten. O Himmel, ach hilf, nun kommen sie wieder, sie kommen. Es orgelt im Rohr und es klirrt im Schilf. Nur hurtig die Flucht, nur genommen davon. Sie wittern. Sie haschen mich schon. Das war's von hier vom sagenhaften Mummelsee. Heute geht es weiter die Hornisgrinde hinauf, der höchste Berg im Nordschwarzwald, die vierte Etappe des Seensteiges. Dann folgt noch die fünfte von Schönmünzach und dann werde ich wieder in Bayersbronn sein. Bis dahin, tschüss.